Moin Moin und herzlich willkommen zu einem nächsten Part von Pokémon Blau, Pidgeoni. Und wir sind hier auf dem Weg zum Mondberg und du möchtest nicht kämpfen? Po, ich muss eine Pause machen. Der Weg durch den Tunnel aus Azuria City ist sehr beschwerlich. Das wollen wir doch mal rausfinden, ob es wirklich so ist. Ich muss dazu sagen, bei uns sind 23 Grad und die Sonne scheint draußen und ich sitze hier drin und mache ein Let's Play, nur für euch. Ja. Also, heißt es mir gut? Wir werden mal diesen Pokémon Center heilen. Sicher ist sicher. Aufgrund dieser extremen Gradzahl gerade bei uns, ist mein Deckenventilator auch wieder zum Einsatz gekommen. Das erste Mal in diesem Jahr, heute. Und ich bin sehr stolz drauf, ihn zu haben, weil sonst würde ich hier wahrscheinlich wegschmelzen beim Let's Play machen. So, wir befinden uns im Mondberg. Und wir haben TM12 gefunden. Was auch immer TM12 ist, wir werden es gleich herausfinden. Aquaknarre können wir unseren Taubsi leider nicht beibringen, deswegen lassen wir es. Da ist ein Trainer. Zubat. Fällt mir ein, im Mondberg ist es doch sehr von Vorteil, einen Schutz zu besitzen. Aber ich glaube, den konnte man noch nicht kaufen in Moria City. Göre möchte kämpfen. Aber gern doch Göre. Und ein Pipi. Oh ja, Pipi. Das erinnert mich auch wieder an Mondberg früher. Früher, da war ich immer, genauso wie ich ein Pumlo vorher gefangen habe, war ich auch immer gleich drauf aus, im Mondberg einen Pipi zu fangen. Einfach bloß, um die beiden zu besitzen. Ich glaube, ich habe es nie eingesetzt. Ich wollte es einfach nur haben. Nichtsdestotrotz werden wir uns weiter aufmachen und da kommt schon wieder ein Pokémon. Wer hätte gedacht, das ist ein Zubat. Ja, sogar ein wildes. Oh mein Gott. Aber wir wollen nichts von dir, Zubat. Ich weiß gar nicht, konnte man hier nicht auch einen Schutz finden? Ich weiß es nicht. Och Mann, oh. Vor allem Level 8, was will ich denn mit einem Level 8 Zubat? Oh. Okay, das kann ja ein bisschen doch an, der Mondberg. War hier nicht auch noch was? Da ist noch ein Trainer. Oh, ein Kleinstein. Das werden wir mal attackieren und vielleicht fangen. Das könnte irgendwann nochmal praktisch werden. Okay, das stimmt nicht, das ist gut. Denn dieses Kleinstein könnte Stärke einsetzen. Denke ich mal. Wäre für mich auf alle Fälle logisch. Und Stärke werden wir später auch noch brauchen. Kleinstein. Geostein. Ich muss sagen, mir gefällt der englische Name besser. Da heißt er nämlich einfach Geodude. Dude. Und da ist sogar ein Pipi. Ja. Okay. Aber ich möchte kein Pipi haben. Das wäre ein glücklicher Zufall gewesen, aber ich möchte keins. Ah, und ich habe wieder meine Eier vergessen. Ist egal. Muss ich ein bisschen früher Schluss machen, als meine Uhr hier anzeigt. Raupi. Ja, man muss ja immer mitschneiden, was gerade für Zeit ist oder wie lange man schon gerade das Let's Play macht. Weil wenn es aus Versehen bei 15 oder bei 16 Minuten ist, hat man meist das Glück teilen zu müssen, weil YouTube das Video dann nicht mehr annimmt. Und da ich das nicht will, nehme ich sonst immer die Zeit, aber ich habe es gerade wieder vergessen. Also werde ich jetzt, habe ich jetzt die Zeit genommen und werde ungefähr bei 10 Minuten Schluss machen. Und also Taubsi ist auf Level 27 jetzt. Das heißt, wir müssen gleich wieder eine Entwicklung abbrechen. Oh, ihr wisst gar nicht, wie toll es ist, dass es ab, ich glaube, Rubin und Saphir diesen Ewigstein gibt. Der Ewigstein, ach, man weiß nur, was wie toll er ist, wenn man ihn besitzt. Jetzt fehlt er mir gerade. Wir haben einen Sonderbonbon gefunden. Und das, es gibt nur ein Pokémon, der das diesen Sonderbonbon verdient hat. Nämlich unser Taubsi. Flügelschlag.
Ja. Und zwar Sandwirbel. Will ich erstmal nicht haben, brauche ich erstmal nicht. Kein Bock. Wir haben Flügelschlag gelernt. Yay, und Taubsee entwickelt sich natürlich. Aber das wissen wir zu verhindern. So, und dann geht's weiter. Das sammeln wir auch noch ein. Ein Fluchtseil. So. So, ich werde jetzt einfach mal das beschleunigen, weil die ganzen Zubats gehen mir auf den Sack. Hier kämpft man natürlich, die Kämpfe werden natürlich normal ablaufen. Aber wenn ständig hier alle 2 Meter Zubat kommt, dann werde ich zumindest da die Geschwindigkeit etwas erhöhen. So, dann wollen wir gleich mal Flügelschlag ausprobieren. Oh, der Sound ist ja ekelhaft. Aber es ist sogar sehr effektiv. Das ist immer gut zu wissen. Vor allen Dingen hat das sehr viel AP. 35 ist immer schön. Vor allen Dingen, wenn man gegen viele kleine Viecher kämpfen muss. Muss man nicht so oft heilen, weil heilen müssen wir an sich sowieso nur wegen den AP. So schnell stirbt mein Taubsee momentan nicht. Zubat wollen wir nicht. Ich werde jetzt die Leiter einfach mal auslassen. Ich weiß, es gibt noch eventuell mal so ein paar Items, aber... der Sonderbomben reicht mir eigentlich hier aus der Höhle. Mehr brauche ich nicht. Und ich habe auch einen Zubat gefangen und ich verhindere mich gerade in meinem Kopfhörerkabel. Grrr. So. Alles klar. Ratzfratz. Besiegen. So. Das wollte ich. Ah, Mann. So. Wieder voll da. Teenager setzt Ratzfratz ein. Ruckzuckieb. Oh, es ist gestorben. Was? Ist das noch ein Pokémon? So, Ruckzuckieb ist einfach eine sehr schöne Attacke. Vor allem gegen Zubat, weil wir zuerst angreifen. Und es uns nicht verwirren kann. Ach, wie ich diese Attacke hasse. Superschall ist doch echt zum Kotzen. Spinnen kommen! Yay! Oh. Noch ein kleinen Stein, wir haben schon eins, wir brauchen keins mehr. Und der Wanderer möchte mit uns kämpfen. Und er setzt natürlich einen kleinen Stein ein. Kleinen Stein ein. Mal wissen, was Flugattacken gegen einen kleinen Stein ausrichten. Na, nicht wirklich was. Aber es war mir eigentlich von vornherein klar. Ich frage mich eigentlich, warum Windstoß Typ normal ist. Weil es ist doch... Na, keine Ahnung, also ich habe es eigentlich immer als zu Flug gezählt. Stirb, Kleinstein, stirb. Der hat zu viele Kleinsteins. Was ich auch immer gerne im Mondberg gemacht habe, ist nicht nur ein Pipi fangen, nein, sondern auch ein Onix. Weil ich war eigentlich immer, ich habe mir früher immer nur die seltenen Pokémon, also, was heißt selten, also die nicht so häufig, ja, Pokémon, die nicht häufig kommen, sind selten. Quasi die seltenen Pokémon immer versucht zu schnappen. Ähnlich wie es mit meinem Pikachu jetzt war, in Ventania-Welt. Aber das Pikachu brauche ich sogar, also habe ich es gleich mal mitgenommen. Weil Blitz ist eine sehr schöne Attacke, die man immer gebrauchen kann. Später mal. Rock Tuck Hey. Oha. Also so langsam häuft sich die Masse und wir kriegen doch mal ab und zu was abgezogen. Aber es macht ja nichts, wir haben mal ein, zwei Tränke bei. Wo wir gleich auch mal einen benutzen werden. Ich habe ihn total überrumpelt. Yay. Ja, Wortwitz, er ist ein Stein-Pokémon-Trainer und ich habe ihn überrumpelt. Ja, okay, es war jetzt nicht so lustig, ist egal. So, da oben war noch ein Item, das weiß ich noch. Nämlich der Mondstein, damit können wir tolle Sachen wie Pipi und Pummeluff entwickeln. Aber da wir in diesem Let's Play kein Pipi und kein Pummeluff besitzen werden, ist mir das relativ egal, ich nehme ihn einfach trotzdem mit. Oh, jetzt bin ich ein bisschen schnell gelaufen. Ah, es macht nichts. Ja, also Mondberg kann man viel fangen, weil hier könnte man nämlich auch noch einen Paras fangen, wenn man möchte. Ach, wir kämpfen einfach mal. Paras ist auch immer sehr gern gesehen. Auch nicht allzu häufig hier. Es geht. Ratikorn. Und das ist unsere erste Berührung mit Team Rocket, fällt mir dabei auf. Und die haben sogar mal ordentlich trainierte Pokémon, Level 16, aber sie sterben trotzdem beim Schlag. Das war auch logisch.
Wir sind über 10 Level drüber. Oh, der ist jetzt sauer. Oh nein, oh mein Gott. Und was ist das? Ich hab früher Stunden in diesem Mondberg verbracht für einen Pipi. Und jetzt kommt schon das zweite? Oh mein Gott. Das ist ein bisschen unfair. Finde ich jetzt gerade persönlich. Aber egal. Wir lassen uns nicht weiter stören. Gehen weiter unseres Weges. Wir singen bei dieser tollen Melodie mit und freuen uns gerade, dass kein Pokémon kommt. Aber ich sag's lieber nicht so laut, weil sonst kommt garantiert eins. Ah, Team Rockets böser Plan. Sie wollen die Fossilien finden und damals die zwei Pokémon, Fossilien-Pokémon wiederbeleben. Genau. Volltreffer. Zubat. Zubat ist an sich kein schlechtes Pokémon. Ich habe es noch nie trainiert. Aber dieses mit Superschall zu arbeiten ist bestimmt gar nicht so unklug in Kämpfen. Weil ständig verwirrte Pokémon, wie wir wissen, bringen sich selber gern zur Strecke. Stopp, Hände weg. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Hat der gerade malt mit AH geschrieben? Okay. Die Fossilien gehören mir. Das wollen wir nochmal sehen, ob dir wirklich die Fossilien gehören. Du Streber, du. Das ist ja überhaupt das geilste Geräusch ever von Slammer. Wie er guckt dabei. Passt irgendwie zum Geräusch. Mach einfach mal einen Windstoß. Und es zieht schon gut ab. Und was muss aussetzen? Oh, Flügelschlag. Wollte ich als nächstes mal ausprobieren. Ist egal, mach mal hoch zu Kiep. Es gibt schon geile Attacken teilweise. Also Aussetzer gehört da auf alle Fälle dazu. Wenn irgendwas blockiert ist, ist es natürlich immer blöd. Wo sich mein Taubsi gerade den 30er nähert, stelle ich mir doch die Frage. Ich glaube, bei Level 36 würde ein Tauboga sich zu Taubos entwickeln. Ob sich Taubsi dann ab 36 direkt in Taubos entwickeln will oder in Tauboga? Ich weiß nicht, ob das irgendjemand schon mal ausprobiert hat. Wenn ihr es schon mal ausprobiert habt, schreibt es mir in die Comments. Das würde mich sehr interessieren. Aber ich glaube es persönlich nicht. Auf alle Fälle werden wir es nicht so weit kommen lassen. Und wir nehmen jetzt einfach mal das Helix-Fossil. Ich glaube, das war Kabuto und Kabutops. Und Dom-Fossil war Amonitas und Amoroso. Aber da ich das sowieso nicht machen werde, ist es mir relativ egal, welches ich bekomme. So, nochmal ein kleines Zubat. Oh, und nochmal ein Kleinstein. Mal ein bisschen weiter hin und her und dann sind wir draußen. Wir haben es geschafft. Wir haben den Mondberg bezwungen und sind jetzt im Gebiet vom Azuria City. Also jeden Augenblick. Gucken wir mal, hier gibt es hier irgendwas. Nö, bis jetzt nicht. Hier gibt's noch was. TM4. Was ist das? Man muss ja einmal gucken, welche Attacken auf dem Taubsi Wirbelwind. Okay, würde den Taubsi was bringen, aber wir haben's schon. Ich frage mich, warum uns immer mal Wirbelwind findet. Ich glaube, jedes Flug-Pokémon lernt es irgendwann. Aber egal. Die Musik verändert sich. Und das kann auch heißen, wir sind in Azuria City. Jagen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Was? Du willst, dass ich jederzeit vorbeikomme? Du willst wohl etwas, meine Pokémon sterben. Ich möchte nicht nochmal vorbeikommen. Okay, genug. Ich würde sagen, das ist auch erstmal ausreichend für den Part heute. Wir haben den Mondberg in einem Rutsch geschafft. Das hätte ich nicht erwartet. Ich hatte eigentlich vor, vielleicht noch die ganzen Nebentunnel zu erkunden. Aber ich habe es jetzt einfach mal gelassen. Weil wir wollen ja hier schnell vorankommen und endlich gegen Misty kämpfen. Wobei wir uns im nächsten Part erstmal um die Nuggetbrücke kümmern werden. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir in die Comments, ob sich ein Taubsi direkt in einen Taubos verwandeln kann. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye und ciao ciao.